Willkommen zum wahrscheinlich besten Derbys Europas. In einer Stadt, wo beide Vereine eigentlich nichts haben, außer das Derby, darf ich euch eine neue Auflage vorstellen. Ich freue mich riesig, diese zwei Mannschaften zu begegnen und in diesem Stadion um euch diesen geilen Vlog heute zu zeigen von Schalke gegen Borussia Dortmund. Wir sind Schalke, also Derby Schalke! Sondern eine klare Top-Mannschaft. Und Dortmund will immer noch Meister werden, schaffen sie aber immer noch nicht. Ich bin echt gespannt, wie dieser Derby heute aussieht. Ihr wisst, ich habe meine ganzen Taschen schon am Start. Ich muss noch alles abgeben. Deswegen gehen wir noch ins Stadion. Wir haben es geschafft. Also ich muss jetzt erstmal hier den vorstellen. Das ist der liebe Maslum. Und zwar haben wir den noch eine Karte gekriegt. Er hatte eine Dortmunder Blockkarte. Er möchte gerne filmen. Und wir schätzen das, oder respektieren das sehr natürlich, dass man erstens in den, ja, da wo die Ultras am meisten sich befinden, nicht filmen sollte. Und deswegen haben wir noch eine Karte für ihn abgecheckt. Jetzt müssen wir schauen, also ob getauscht. Die überhaupt geht, ob man da reinkommt oder nicht. Aber wir werden das gleich schauen und das wird hoffentlich ein richtig geiles Derby. Und er hat auch einen Vlog. Check gerne dann seine Sicht ab. Ich denke mal, klar, aus der Sicht von BVB wäre das nochmal übel krass gewesen. Aber ja, Respekt muss sein, Digga. Und jetzt ab ins Stadion. Schon Gänsehaut, also es ist echt hier mega geil. Wir sitzen jetzt so in der Mitte circa und ja, Plätze auf jeden Fall richtig geil und die ganzen Dortmund-Fans noch nicht drin, es sind aber schon alle Schalker drin und ein geiles Lied gibt es noch und zwar das Schalker-Lied und wir hören nicht auf, sich von einer Seite zur anderen Seite sich quasi gegenseitig zu attackieren. Der eine sagt, ihr seid scheiße, die anderen sagt, ihr seid scheiße und jetzt baut Schalke auch gleich eine Choreo auf. Yeah.
Dortmunder zünden schon. Sieht immer geil aus, aber ich glaube, drin stinkt's. Und da möchte man sich nicht gerne befinden. Das war die erste Halbzeit. BVB erschreckend schwach, Leute. Wirklich. Aber im Stadion, wenn ihr seid und wenn die Leute springen, ihr spürt den Boden, ihr spürt alles. Also das Spiel ist richtig geil von der Atmosphäre her. Allerdings wünsche ich mir schon natürlich Tore und das Ganze auf jeden Fall besser ausfällt und dass Dortmund und Schalke auf jeden Fall einzulegen. Schalke hat echt Chancen gehabt, die leider nicht genutzt. Zweimal Pfosten, einmal Latte, einmal Abseits und ja, den Sané Latten. Treffer und einmal zum Schluss auch noch ein Abseits gegeben. Also Schalke spielt hier auf jeden Fall besser als Dortmund. Ich bin echt gespannt auf die zweite Halbzeit. Aber eins zu sagen, Leute, das Ganze hier ist echt immens nice von den Fans, von der Stimmung her. Wer nicht hier vor Ort war, der verpasst was. Und ich würde echt jedem empfehlen, einfach mal hier vorbeizuschauen, weil es einfach eine Bombe ist. So. Der Maslum hat noch eine Käselaugenstange gegönnt. Oh, vielen Dank. Gerne. Dankeschön. Zurück zum Spiel. Oh mein Gott, Handspiel. Direkter Konter, aber fetter Handspiel, Alter. Spiele.
paar Tore, also. Okay, also tatsächlich kein Elfmeter. Das muss man nochmal anschauen. Oh mein Gott, Digga! Wie viele Chancen noch? Heiße Luft, Digga! Junge, Junge, Junge! Wir haben noch gefühlt 20 Minuten, aber es passiert gleich eine Schlägerei oder so. Ich hoffe, dass ihr so einen kleinen Vorgeschmack habt. Es wird eine Doku von KSC VfB geben. Das war jetzt so eine kleine Einleitung. Ich wollte meine Doku-Skills mal testen und wollte einfach nur dem Typ zeigen, dass er schon immer da ist. Unseren guten Schotten. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich, wie ihr wieder einschaltet. 10 Euro, ne?